Als die deutschen Truppen ihren Angriff starteten, waren Ernst Meyers und Franz Ingenläuf 14 und 11 Jahre alt. Sie und ihre Familien standen plötzlich im Bombenhagel. Erlebnisse, die ihr ganzes Leben prägten. Denn die ostbelgische Eifel gehörte zu den besonders schwer umkämpften Gebieten. Natürlich sind wir hier auch in St. Witt. Und im Gegensatz zu dem eher mythologisierten Geschehen in Bastogne wegen der 101. amerikanischen Fallschirmdivision war eigentlich St. Witt ein viel wichtigerer Kriegsschauplatz, einer der wichtigsten Knotenpunkte von der Ardennenoffensive überhaupt. Den Nazitruppen gelang es, die Front noch einmal bis fast nach Dinant zu verschieben. Der Erfolg war jedoch nur kurz. Bis Ende Januar 1945 hatten die Alliierten das Terrain wieder zurückerobert. Zu ihnen zählte auch William Chews Vater. Historiker betrachten immer öfter den Faktor Mensch in der Forschung. Oh, absolut, ja. Die amerikanische Geschichte war ja sowieso mitunter Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts Vorreiter von der lokalen und regionalen Geschichte. Ja, früher im professionellen ersten 19. Jahrhundert, so unter Leopold von Ranke in Deutschland, war alles immer übergeordnet. Das war immer die Geschichte der Eliten, die Geschichte der Großen. Aber das Menschliche vor Ort ging da irgendwie bei verloren. In der Zwischenkriegszeit hat man das besser aufgearbeitet. Und das sieht man ja eben auch hier durch die Begeisterung der Menschen, die sie also so wie heute Abend motivieren können, zu so einer Veranstaltung zu kommen, ist schon sehr wichtig. Kriegserlebnisse traumatisieren. Nicht alle Zeitzeugen können oder wollen darüber sprechen. Die seelischen Verletzungen bleiben oft ein Leben lang. Und bei manchen ist wohl auch die Scham zu groß, weil sie damals mit den Nationalsozialisten sympathisiert haben. Krieg zerstört in erster Linie nicht Häuser, sondern Menschen. Auch die, die überleben. Für jüngere Generationen klingt der Slogan »Nie wieder Krieg« fast schon abstrakt. Er wird greifbar, wenn man weiß, was vor 70 Jahren bei uns zu Hause passiert ist.